Ich habe schon als 12-Jähriger uralt ausgesehen. Ne, ich bin tatsächlich... Benjamin Button. Wir freuen uns hier wieder im Stadttheater Fürth zu sein und diesmal nicht mit der Kerstin Ibert, die übrigens auch sehr fantastisch war letzte Woche, sondern mit zwei nicht weniger tollen Darstellern, Thierry Marwick und... Kerstin Marwick und... Kerstin Marwick und Thomas Ibert. Thomas Ibert. Mit Thomas Ibert heute. Und nämlich, ihr werdet wissen, Thomas Borchert natürlich hier bei uns, ihr habt ja hier bald eine Premiere eures Stücks. Und normalerweise sagt man ja auch so, wenn Darsteller ein neues Stück haben, das ist euer Stück, aber die Story meines Lebens ist wirklich euer Stück. Ihr habt das praktisch vom Anfang der Übersetzung begleitet bis jetzt. Und worauf können sich die Zuschauer einstellen beim Stück? Also unser Stück ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das ist Im deutschen Raum. Ja, also es ist natürlich geschrieben von zwei unglaublich tollen, übrigens auch... Musical-Darstellern, also Schauspielern und Sängern. Jerry hat sie ja getroffen sogar, schon mal persönlich in Amerika. Und was uns da so verbindet und weshalb wir auch dieses Stück für uns ausgesucht haben, ist, dass wir genau wie die beiden auch eine langjährige Freundschaft haben, die tatsächlich zurückgeht auf der erste Tag. Erster Tag Schauspielschule in Hamburg. Ja, ganz genau. Vor 30 Jahren. 1988, ja. Wohlgemerkt. Oh. Seitdem kennen wir uns. Wir haben auch damals, wir haben uns vorgestellt, haben gesagt, hallo, ich bin Tom, hallo, ich bin Jerry. Oh, Tom und Jerry, super. Haben wir schon seit da. Das wurde jetzt nicht erst während des Stücks, während Facebook habe ich das ab und zu mal gesehen, mit dem Hashtag Tom und Jerry. Dachte mir, ach, wie lustig. Nein, wir hatten sofort, natürlich, ist ja klar. Ja, ne? Genau. Also, bei der Vorstellung war klar, wir müssen die Tom und Jerry Show zusammen machen. Haben wir dann auch gemacht. Und ähnlich ist es eben auch bei den beiden Autoren dieses Stückes, was wir jetzt hier aufführen werden. Die kennen sich eben auch schon ganz, ganz lange und die verbindet auch eine große und lange Freundschaft. Und die haben dann eben auch dieses Thema Freundschaft, haben sie genommen und haben daraus die Story meines Lebens gebastelt. Und Jerry hat das Stück entdeckt. Beziehungsweise ein Kollege hat es entdeckt, der hier auch schon mal gespielt hat. Genau, und der hat mir davon erzählt und dann bin ich nach New York geflogen und habe mir gleich da die Rechte gekrallt und bin zurück nach Hause und hatte diese Idee, das mit Thomas zu machen, weil wir uns eben schon so lange kennen und das wäre ein perfektes Vehikel, um das zu zeigen, dieses Stück über Freundschaft und über Verlust und Wiederfinden und so. Und dann ging das so seinen Weg. Dann habe ich die beiden nochmal getroffen im Mai, Neil Bartram und Brian Hill. Und es war toll. Die waren unglaublich nett und freuen sich sehr, dass wir hier diese deutsche Premiere feiern in diesem wunderschönen Haus. Ich habe denen Fotos gezeigt von dem Theater, hier einem wunderschönen Theater. Und die waren total begeistert, dass wir das hier machen und schicken auch immer wieder liebe Grüße. Ja. Wie geht man denn an so ein Stück ran, das ja noch nie in Deutschland gezeigt wurde? Ich meine, also klar, die Story gibt es und die Songs gibt es. Man weiß, in welche Richtung das geht, aber man hat ja quasi großen Spielraum. Also man kann sich ja quasi mit diesem Stück dann auch in gewisser Weise austoben, weil es gab es ja noch nicht in Deutschland. Das heißt, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal macht, könnt ihr auch das genauso kreieren, wie ihr es möchtet, oder? Genau, das ist das Tolle daran. Und natürlich on top ist es ganz wunderbar, wenn man das auch noch selber übersetzt hat. Das heißt, man macht es da ja schon so ein bisschen zu seinem eigenen Stück, zu seinem eigenen Baby. Und insofern ist es natürlich ganz toll, wenn man jetzt mit seiner eigenen Übersetzung hier das entwickeln kann. Lustigerweise ist es aber trotzdem so, mir geht es oft so, ich habe die Liedtexte übersetzt, Jerry hat die Dialoge übersetzt und bei mir ist es trotzdem noch so, dass ich immer wieder mich ärgere, wenn ich dann irgendwelche Textstellen vergessen habe oder eben ein Blackout habe während der Proben und komme nicht drauf. Ne? Und dann ist das natürlich eigentlich immer ein großer Lacher, weil man dann denkt, ja verdammt, kannst du deinen eigenen Text, deinen selbstgeschriebenen Text noch nicht mal. Und dann taucht auch hin und wieder mal die Frage auf, augenzwinkernd bei uns bei der Probe, sag mal, welcher Vollidiot hat das übersetzt? Ja? Wart ihr denn von der Übersetzung? Also es gibt ja diverse Stücke, wo man sehr nah an die Noten bleiben muss, dass man, also es gibt ja Komponisten, die sagen, es darf keine Note verändert werden. Bei Avenue Q war es zum Beispiel so, da durfte man noch dazu
ein paar Noten machen, damit es flüssiger ist also dass man nicht sagen muss, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir auf 5 Silben in diesem Takt kommen. Wart ihr da frei oder konntet, also mit der Übersetzung, oder musstet ihr euch da direkt an die Noten halten? Jerry war da natürlich ein wenig freier. Im Dialog kann man natürlich, muss man es deutsch mundgerecht machen, damit deshalb ist das Stück jetzt auch 2 Stunden länger. Ein schönes gesprochenes Deutsch, aber in der Musik musst du halt antworten, das ist halt echt schwierig gewesen. So ist es, genau. Und da habe ich wirklich sehr darauf geachtet, dass ich so nah wie möglich am Original bleibe. Weil ich bin ja, dadurch, dass ich selber seit 27 Jahren auf der Bühne stehe in Musicals, ist es so, mit meiner Erfahrung, die ich habe und mit den ganzen Übersetzungen, die ich schon singen durfte, in Klammern musste. du möchtest jetzt nicht darauf eingehen, welche du singen musstest. Es ist nicht jede Übersetzung wirklich so gut gelungen. Und gerade auch was Humor zum Beispiel anbetrifft, was Pointen anbetrifft und so, es ist sehr schwer. Und als ich das jetzt übersetzt habe, da ist mir irgendwann aufgefallen, und ich habe mich wirklich wahnsinnig intensiv damit beschäftigt, manchmal hast du einen Satz dazwischen, da ist es einfach so, du versuchst es 10-mal, 20-mal, 100-mal, dann gibst du auf, dann gehst du am nächsten Tag nochmal ran. Du brauchst manchmal für einen Satz wirklich vielleicht einen ganzen Tag zusammengerechnet. Ja. Oder du gehst nach ein paar Wochen nochmal drüber über das, was du bisher übersetzt hast, findest dann wieder irgendwie das und das nicht so gut. Man muss wirklich sich wahnsinnig viel damit beschäftigen, man braucht dafür Zeit und man darf eben nicht so schnell aufgeben. Und ich habe bei manchen schlechten Übersetzungen das Gefühl, dass da vielleicht ein bisschen zu schnell aufgegeben wurde. Ah, komm schon, das reicht. Jetzt reicht das. Das endet sich. Ich kann es sogar manchmal verstehen. Ich kann es sogar verstehen, weil es wirklich hier und da sehr schwierig ist. Wie Jerry schon sagte, das Englische ist oft einfach kürzer. Und es ist da oft ein bisschen leichter, sage ich mal, in einem relativ kurzen Satz viel zu sagen. Mhm. In der deutschen Sprache ist es Fluch, aber auch Segen natürlich, dass wir die Dinge so genau benennen. Und jetzt musst du natürlich in der deutschen Übersetzung tatsächlich damit kämpfen, dass du per se schon mal einen normalerweise ganz kurzen Satz schon mal in der Übersetzung schon mal so breit hast, anstatt so. Ja, und jetzt musst du jetzt gucken, wie destilliere ich das? Wie kriege ich das hin, dass ich das jetzt aber auf nur 3 Noten hinkriege, wofür ich jetzt eigentlich 10 bräuchte? Und da hilft mir natürlich auch noch, dass ich schon lange meine eigenen Liedtexte schreibe als Musiker und Komponist. Das hilft natürlich sehr, weil ich schreibe keine Musicals, ich habe hohen Respekt davor, vielleicht mal irgendwann. Aber ich schreibe Songs, 3 Minuten, 4 Minuten und so. Und das hilft natürlich sehr, auch die Musikalität hilft, um zu erfassen, was hat der Komponist, der Originalkomponist, was wollte der da, wie muss das sein, wie soll das fließen, wie gehen Text und Noten ineinander. Das heißt, ich übersetze nicht Wort für Wort, sondern ich nehme dieses Lied und gehe es immer wieder durch und dann versuche ich es neu zu übersetzen und den Kern rauszufinden. Und nur so funktioniert das. Du musst auch völlig neue Bilder finden teilweise. Ja. Du kannst nicht einfach die Bilder nehmen, die da waren. Manchmal geht das, aber gerade das macht dann auch Spaß. Es macht wirklich Spaß, sich dann da reinzuschaffen. Und dann ist man manchmal so stolz und sagt so, wow, ich habe ein cooles Bild gefunden. Es ist ein ganz anderes als im Original, aber es ist ein total cooles Bild. Aber es ist eben wirklich, es ist eine harte Arbeit und dann auch noch so nah wie möglich an den Originalnoten zu bleiben und eben nicht noch 3 oder 4 oder 5 dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe, manche Sachen haben wir auch im Original belassen, weil das Stück spielt in Amerika, es ist sehr viel amerikanisch in diesem Film, in diesem Stück. Und manche Sachen sind dann einfach in der Übersetzung doof, die passen nicht. Und zum Beispiel sowas wie Independence Day, Jan. Übersetz das mal. Unabhängigkeitstag. So. Ja. Ja. So. Schönes Haus. Wenn du eine Melodie hast wie This could be my Independence Day. So. Das könnte sein mein Unabhängigkeitstag. Ist leider scheiße. Es würde aber vielleicht hätte vielleicht auch dann jemand in einem anderen tatsächlich Stück wäre das auch gemacht, ja. Sowas habe ich wirklich vermieden. Und das hat die ganze Übersetzung natürlich
schwerer gemacht, anstrengender gemacht, aber umso stolzer sind wir beide jetzt, dass wir jetzt etwas haben, womit wir nicht nur gut arbeiten können, was unsere Worte dann auch sind, sondern auch etwas haben, wo wir auch stolz drauf sein können. Und es ist ein lebender Organismus. Wir proben jetzt seit dem 1. September und es ändert sich, wir ändern immer wiederum kleine Sachen. Liedtexte und Dialogtexte werden mundgerechter gemacht, kürzer gemacht und sowas. Also es ist immer noch ein Werk im Entstehen und bis zur Premiere werden wir immer noch ein bisschen dran rumfeilen und wir Labor. Ja. Labor, genau. Unser Regisseur Martin Blau hat ganz am Anfang, schon am ersten Probentag, hat er gesagt, ich möchte hiermit das Labor ausrufen. Und das finde ich ganz toll. Und das tun wir auch. Wie Jerry gerade sagt, da ist nichts in Stein gemeißelt, sondern wir lassen uns wirklich auch die Zeit. Und wenn es auch einen Tag vor der Premiere sein sollte, wo man dann vielleicht nochmal was Neues, Interessantes findet, dann okay, rein damit. Genießt ihr denn die Freiheit? Nämlich, das ist ja jetzt nicht nur so, etwas zu übersetzen, ist natürlich schwierig, aber ihr habt natürlich auch eine riesige Freiheit. Das kannst du jetzt nicht machen. Das ist kein Disney-Musical, ne? Oder das kannst du auch nicht machen, wenn du zum dritten Mal Graf Krolok spielst. Das ist ja, das hat ja irgendwie schon seine, das ist so seine Wege und jetzt könnt ihr komplett nur anfangen. Genießt ihr die Freiheit jetzt einfach es mal? Es ist grandios, es ist toll, weil wir sind wirklich. Wir erschaffen hier was ganz Neues, was natürlich schon mal am Broadway war, eh klar, aber für Deutschland und für hier entwickeln wir was ganz was Neues und da haben wir eine unglaubliche Freiheit und dass wir hier in dem wunderschönen Stadttheater Fürth sein dürfen und dass die den Mut haben, ein Stück, was noch relativ unbekannt ist, zur Premiere zu bringen, hier ist grandios. Das ist wirklich Hut ab vor diesem wunderbaren Stadttheater Fürth. Was die hier alles machen für uns und uns diese Freiheit geben, dieses Stück hier zu machen, ist toll. Nur Mut, ja. Genau. Steht sogar drauf. Ja. Hätte ja auch das Motto der letzten Spielzeit sein können, mit Next to Normal. Richtig, und genau. Luther. Gut, ja. Luther ist jetzt auch wieder dabei. Ja. Man könnte es aber natürlich auch falsch deuten. Ne? Hab ich seid ruhig mutig und geht in dieses Stück. Ja? Ist gar nicht so schlimm. Ja? Ihr schafft das. So, ihr seid ja jetzt schon seit knapp 30 Jahren, kennt ihr euch, seit 29 Jahren. Wir wollen ein bisschen, ich meine, dieses Stück geht um Freundschaft. Ich meine, du heißt auch noch Thomas, also von dem her, es ist ja, also näher an euch dran kann dieses Stück ja gar nicht sein. Jeder von euch kriegt eines dieser Programmhefte des Stadttheaters Fürth in die Hand. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was du vorhast, aber es gibt, also nein, das ist ganz einfach. Und zwar gibt es dieses schöne. Sorry, dass ich andauernd trinke. Gar kein Problem, wir haben auch noch. Ja. Daran soll es nicht scheitern. Sollen wir nachschenken? Dieser Knoblauch auf der Pizza gestern. Von der Fürther Kerber, oder wie? Nein. Natürlich aufs Hotelzimmer bestimmt. Also, ganz dekadent. Ja. Und dabei so einen richtig miesen Film geguckt. Der war wirklich mies. Wie hieß der noch? Hast du den vielleicht auch geguckt? Nein. Auf Pro 7. Kingsman? Nein, der doch, Kingsman. Kingsman. Der war Mist. Aber der war wahrscheinlich, James da haben wir es wieder, Der war bestimmt deshalb mies, weil er scheiße übersetzt war. Ja. Kingsman, der Königsmann. Das sind wir wieder dabei, ja. Also, es gibt in den USA, gibt es ein Spiel, das wir jetzt auch nach Deutschland bringen, und zwar Ich habe noch nie. Und zwar werden das Fragen sein aus Never have I ever. Never have I ever. Deswegen, ich habe es jetzt mal aufs Deutsche übersetzt. Okay. Entschuldigung. Schlecht. So genau. Und zwar, ich werde euch einen Satz vorlesen, der beginnt mit immer Ich habe noch nie. Wenn das auf euch zutrifft, ihr müsst es nicht kommentieren, einfach nur kurz hochhalten. So nach dem Motto, ich habe noch nie. Ansonsten, wenn ihr es schon habt, könnt ihr liegen. Also zum Beispiel, ich habe noch nie Spaghetti gekocht. Gut, bei mir trifft es zu, ich habe tatsächlich ich habe schon mal gekocht, aber es schmeckt nicht so. Deswegen würde ich quasi das in dem Moment verstehen. Es geht um Freundschaft. Ich habe noch nie nachts meinen besten Kumpel aus dem Bett geklingelt. Ja, das habe ich schon. Logisch. Wer hat das noch nicht? Ja. Ich habe noch nie so lange mit meinen Freunden durchgefeiert, dass ich mich am Morgen danach an nichts mehr erinnern konnte. Ich kann mich immer an alles erinnern, das ist doof. Ja, ich trinke wenig Alkohol. Das ich verstecke mich mal lieber. Andersrum, so. Achso, habt ihr deine gemeinsame Geschichte dazu? Aber die Seite ist doch viel schöner. Nur Mut. Okay, die Kamera. Ich habe noch nie Urlaub mit Freunden gemacht. Noch nie Urlaub von Freunden? Hab ich auch schon gemacht. Ich habe noch nie auf der Bühne den Text vergessen. Nein, das ist Quatsch. Habe ich noch nie. Ich habe es noch nie. Ich habe auf jeden Fall schon. Ach, du Streber. Nein, ich habe schon Text vergessen. Ja, also dann muss und. Ja, dann los. Okay, sorry. Ich bin auch natürlich habe ich schon Text irritiert. Vergessen. Ja, klar, es ist noch früh. Wir haben alle schon Text. Die beiden haben uns hier gezwungen, ja, mitten in der Nacht hier zu einem Interview zu erscheinen. Wir haben schon eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Ja, wie Lichter wir aufbauen mussten, weil die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Ich habe noch nie meinen eigenen Namen gegoogelt.
Ein bisschen Eitelkeit ist dabei. Ja, klar, mache ich jeden Tag. Jeden Tag, mindestens einmal morgens und einmal abends. Habt ihr euch so einen Google Alert eingerichtet? So weit würde ich da nicht. Obwohl, gute Idee eigentlich. Ja. Ja. Ich habe noch nie auf der Bühne... Er hat gleich auch gepostet, als wir reinkamen. Ich habe noch nie auf der Bühne gestanden und gedacht, was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Ich habe noch nie auf der Bühne, ich muss auch immer nachdenken. Also ich habe noch nie auf der Bühne. Das heißt, ich stand schon auf der Bühne und habe mir gedacht, da muss ich so machen, ne? Weil ich stand schon auf der Bühne und habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich habe noch nie, weißt du, wenn du es schon mal hast, dann... Dann drunter. Ja. Das Spiel ist wirklich komplex. Ja, das ist Achso, Moment, ich habe noch nie auf der Bühne gestanden und habe, ja genau, Mann, ist das früh. Also. Echt? Ja. Das haben wir auch schon. Das ist mir noch nicht passiert. Ich habe noch nie das Geheimnis eines Freundes ausgeplaudert. Ich habe noch nie das Geheimnis... Kann man diese Fragen nicht anders stellen? Das ist irgendwie so kompliziert. Ja, das hapert in der Übersetzung leider. Einfach mal die Experten übersetzen lassen. Kannst du es nicht quasi in positiven... Okay. Ich habe schon mal das Geheimnis eines... Das ist gut. Okay. Das ist gut. Gut. Ich frage mich auch, was die Amis da würden. Deswegen kann ich es nicht. Wir haben bei dem ganzen Text da hier momentan, da haben wir keine Gehirnzelle mehr frei. Deswegen. Okay, ich habe schon mal das Geheimnis eines anderen ausgeplaudert. Jawohl, habe ich schon mal. Denn leider macht man ja manchmal ab und zu. Naja, ja, das ist natürlich unbequem, aber es ist natürlich so. Hätte ich das vorher gewusst, da hätte ich mit niemals, hätte ich mit dem niemals. Ich habe schon mal den Wunsch gehabt, älter zu sein. Älter? Ja. Jünger vielleicht. Als älter zu sein? Warum? Naja, so als Kind. Ja, kennt ihr das nicht? Ah, okay. Wenn man dann mal schon richtig Bock hat, man denkt sich, boah, wenn ich jetzt schon erwachsen wäre oder wenn ich jetzt schon in die Disse könnte. Also ich bestimmt, kennt ihr noch? Schon. Ja, Disco, noch, ja. Heute ja. Sagen noch Disse, Diskothek. Diskothek. Obwohl ich, das war bei mir eigentlich immer cool, weil ich, da muss ich doch sagen, es war cool. Nach Hamburg ist ja... Ja, ich werde ja immer jünger. Also ich sehe ja immer jünger aus jetzt, ne? Jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß dein Alter gar nicht, aber ich würde dich jetzt auch nicht... Nein, ich meine mit 29 auf die Schauspielschule? Ich war so ein frühreifer Bengel. Das heißt, ich habe schon als 12-Jähriger uralt ausgesehen. Nee, ich bin tatsächlich... Benjamin Button. Genau, genau. Guter Film übrigens, auch in der Übersetzung. Borchert Bellybutt. Und ich hatte nämlich einen Kumpel und der war genau das Gegenteil. Der sah immer so verdammt jung aus. Und der war älter als ich. Und als der schon 18 war und eigentlich überall rein konnte, musste der immer seinen Ausweis vorzeigen. Ich war 2 Jahre jünger als 16, bin überall reingekommen. Ja, also und dann hoffe ich doch, dass sich das Ganze jetzt umdreht und ich jetzt einfach immer jünger aussehe. Na gut, lassen wir die hier Einen Satz habe ich noch. Ich habe schon mal Schneeengel gemacht. Natürlich. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Da muss ich jetzt unten lassen, ne? Okay. Ja. Oder? Ja, klar, logisch. Ich dachte, ich nehme das als letzte Frage, weil ich gesehen habe, dass eines der letzten Lieder, Angels in the Snow, heißt. Ganz genau. Verrat mal aber nicht zu viel. Nein. Gut. Aber es ist ein durchgängiges Thema in dem Stück. Es geht halt um Schneeengelchen und was man halt so macht als Freunde. Es gibt ja verschiedene Traditionen, die man vielleicht hat, wenn man eng befreundet war. Wir haben immer das und das gemacht und das war halt bei den beiden das. Aber mehr wird nicht verraten. Nein, also ihr müsst auf jeden Fall herkommen. Also, aber ihr seid jetzt mitten in der Probephase. Wo würdet ihr sagen, was fehlt noch jetzt aktuell? Wo sagt ihr noch, da ist jetzt noch was zu machen? Kann man ganz genau sagen. Jetzt kommt noch Licht dazu. Jetzt kommt noch Ton dazu. Und die Band! Und da freuen wir uns tierisch drauf. Ist heute auf dem Weg. Ja. Genau. Die werden jetzt demnächst eintreffen hier und dann wird es nochmal richtig spannend. Dann geht also die nächste Phase los. Wir waren bis jetzt auf der übrigens sensationellen Probebühne hier, denn da konnten wir die Bühne schon mal fast genauso nachahmen, abkleben, wie sie dann hier sein wird. Und das heißt, wir konnten die Bühnengröße dort schon mal so darstellen. Aber es ist natürlich immer ein ganz besonderer Moment, wenn man dann auf die echte Bühne kommt. Und das wird jetzt passieren. Und wie gesagt, dann kommt jetzt eben noch die Musik dazu, also die Band dazu, das Licht dazu, der Ton dazu. Wir müssen uns jetzt nochmal mit vielen anderen technischen Dingen beschäftigen. Also die nächste spannende Phase bricht an. Origami-Falten klappt mittlerweile? Ja. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe mich mit einem Tutorial in meinem Hotelzimmer verbarrikadiert und habe angefangen zu falten. Ich habe über dieses Stück noch nicht so viel gelesen, weil ich jungfräulich reingehen möchte und mich total überraschen lassen möchte, auch was Origami auf dieser Bühne und Schneeengel zu tun haben. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht weiterfahren. Wir werden noch nichts verraten. Ja. Nein. Zum Glück. Diese Überraschung. Und ihr habt ja am 14. Oktober Premiere. Das ist ja jetzt nicht mehr so lange. Ist es dann für euch mehr Aufregung? Als bei einer normalen Premiere, weil ihr steckt ja nicht nur,
als Darsteller da, sondern ihr habt ja noch viel, viel mehr gestaltet. Du hast ja das Stück dann nach Deutschland gebracht. Ja, das ist... Wie viel Aufregung ist denn dabei dann? Also es wird so furchtbar, es wird so schlimm werden. Die Aufregung wird wirklich ganz, ganz groß werden. Ich hasse sowieso Premieren, du ja vielleicht auch ein bisschen, ne? Also jeder mag gerne, wenn das Stück läuft und man weiß, was man tut, und nicht immer diese Angst, so kommt's an, kommt's nicht an, wer weiß und so. Also da kommt noch einiges auf uns zu an Aufregung, deshalb sind wir eigentlich sehr froh, dass wir schon so viel geprobt haben und schon relativ sicher sind. Wir haben halt nicht den Luxus, wie am Broadway 17, 18, 20 Previews zu haben. Sondern wir haben, glaube ich, 2 Previews mit Publikum und dann Premiere. Na, ich glaube, wir haben eine. Eine. Wir haben eine Generalprobe, ja. Mit Publikum oder etwas Publikum, und dann haben wir noch, glaube ich, so eine Einspielvorstellung mit Publikum, also eigentlich nur 2. Ja. Zweimal dann Publikum vorher drin, wo man dann wenigstens schon mal ein bisschen gucken kann, wie sind die Reaktionen und so. Ne? Oh, ja, Premieren sind immer wahnsinnig aufregend, auch für mich. Ich bin unfassbar nervös und bin auch immer froh, wenn es vorbei ist. Und wenn ich dann mein erstes Bier in der Hand habe, dann geht es mir wieder besser danach. Und die Zähne draußen sind. Die Zähne draußen, ja. Er ist noch nicht so alt, dass er die Zähne draußen hat. Ja, genau. Ja, zum Glück habe ich ja nicht nur dieses eine Stück. Dieser Erik war gerade eben. Darauf sei an dieser Stelle noch mal kurz hin. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich werde zwar immer gerne darauf festgenagelt. Und da fallen mir auch fast vor Schrecken die Zähne raus. Aber genau, ich habe ja dann doch auch noch einiges mehr gespielt. Und nochmal zu unserem Stück jetzt und der Premiere. Also es ist tatsächlich so, ja, es ist auch bei mir so. Ich bin einer von denen, die ganz schrecklich aufgeregt sind vorher. Okay. Und das habe ich auch in diesen ganzen Jahren, die ich auf der Bühne bin, hat sich das nicht verbessert. Im Gegenteil, es wird fast noch schlimmer. Und ich glaube, inzwischen, es liegt daran, dass man natürlich auch immer höhere Erwartungen an sich selber stellt. Was ja auch gut ist wiederum. Da sind wir wieder bei Fluch und Segen. Ich finde es ganz wichtig, man ist ein ewiger Schüler. Wir lernen nie aus. Und das ist jetzt auch in unserem kleinen Prozess hier genauso. Ja? Man ist immer wieder neugierig. Dann sagt der eine das und man denkt sich, ach ja, Moment, wäre ich noch gar nicht drauf gekommen. Lass uns das mal ausprobieren und so. Das kann unheimlich positiv sein, aber bei einer Premiere muss man eben aufpassen, dass man dann diese Nervosität und dieses, oh mein Gott, hoffentlich werde ich den Erwartungen gerecht, hoffentlich lose ich hier nicht ab, hoffentlich vergesse ich den Text nicht. Damit umzugehen ist wirklich sehr schwer und das kann man auch nicht schönreden. Und selbst wenn dann Leute kommen, das kennst du bestimmt auch, und sagen, ach Thomas, du musst doch nicht nervös sein, deine wievielte Premiere ist das? Man ist es immer wieder. Und wenn was schief läuft und die Leute sagen, ja, man hat es ja gar nicht gesehen, du hast es gemerkt, ich habe es gemerkt, ich habe was falsch gemacht oder ich habe Text vergessen oder irgendwas. Es ist grauenhaft, es ist fürchterlich. Es ist dieser verdammte Perfektionsdrang, glaube ich, den wir da auch fast alle haben, dass man eben leider nicht lässig sagen kann, hey, so what? Es passiert das, was passiert. Wir haben alles getan, wir haben uns gut vorbereitet, wir sind super in die Premiere gegangen. Wenn dann was schief geht, mein Gott, ja. Es ist live, aber es ist halt, ne, im Gegensatz zu Kino oder irgendwelchen Serien, ist das halt mal live. Ja, und auch Live-Musik. Richtig, Live-Musik auf der Bühne. Und ganz genau. Aber ja, und genau wie du gesagt hast, ich würde auch, wenn ich im Publikum sitze und ich merke, da passiert was auf der Bühne, was nicht hätte passieren sollen, oder jemand vergisst seinen Text oder so, ich würde denen das überhaupt nicht übel nehmen. Im Gegenteil, ich würde das vielleicht sogar noch, ich würde sympathisch finden und ich würde denken, ja, mein Gott, okay, kann passieren, würde vielleicht sogar noch mehr die Daumen drücken und sagen, hey, ihr schafft das. Aber ja, es hat einen Effekt auf einen selber, und wenn zum Beispiel, wenn man irgendwo mal einen Hänger hat oder so, und das noch in der Premiere, da muss man so extrem aufpassen, dass man das dann nicht durch das ganze Stück mitschleppt, weil man sich immer wieder darüber ärgert, dass man halt wieder reinkommt und sagt, okay, was war, das war. Es ist schon Vergangenheit. Das ist das Schöne am Theater eigentlich. Ne? Es ist alles ganz schnell Vergangenheit. Nichts ist so alt wie die Show von gestern. Und ich finde es wahnsinnig schön am Theater und überhaupt an Live. Gerade heutzutage, wo so viel nur noch virtuell und die Leute alle nur noch vor Bildschirmen sitzen, ich finde es so wichtig, dass es so etwas gibt, dass es Theater gibt und auch Theater, was wirklich was zu sagen hat und wo Leute nicht nur konsumieren, sondern wo sie auch, wo sie gefordert sind, wo sie einsteigen müssen
und auch Spaß daran haben, dann für 2-3 Stunden, wie auch immer, dann wirklich irgendwo drin zu sein, weg zu sein von allem anderen, ihre Handys auszumachen. Ja, bitte, aber das habe ich auch schon gelesen bei dir auf der Seite. Und so. Und eben dann nicht auch noch während einer, das ist ja pervers, also dann auch noch während einer Theatervorstellung, für die ich auch noch Geld ausgegeben habe, dann meine E-Mails zu checken. Ja. Passiert aber alles. Und ich finde es so schön, dass Theater das noch kann, dass man nur im Moment ist. Es gibt im Theater nur den Moment und nichts anderes. Mhm. Und wir müssen nur eben jeden, für uns sind es viele Momente und wir müssen das halt in jeder Vorstellung eben wieder neu entstehen und lassen und kreieren lassen. Und da ist einem natürlich oft im Kopf so diese Perfektion im Weg, auf die man ja auch geschult ist, wir alle im Leben eigentlich geschult sind. Und bei uns ist es dann diese Perfektion, das muss jetzt wieder so gut werden, das muss jetzt so werden, ja, anstatt zu sagen, hey, lass uns auf die Bühne gehen und diese Geschichte erzählen. Und gucken, was passiert. Ja. Und es kann manchmal daneben gehen, es kann manchmal perfekt sein, es kann manchmal wundervoll berührend sein. Es kann auch manchmal daneben gehen. Kann auch lustig sein. Und berührend sein. Kann auch unglaublich lustig sein. Ich habe mal mit Pia Daus, vor 20 Jahren haben wir zusammen Rocky Horror Show gespielt. Sie war Janet, ich war Brad. Und das war in Bad Hersfeld bei den Festspielen. Und wir hatten da unglaublich viel Technik und sowas. Und in einer Szene, da ging irgendwas schief und wir haben beide so einen dermaßen Lachanfall bekommen, Pia und ich, dass wir nicht mehr weitersprechen konnten, nicht mehr weitersingen konnten. Und das hat das Publikum auch gemerkt und sind sofort drauf eingestiegen. Die haben sich totgelacht. Also es war wirklich wir mussten wirklich alle wieder runterkommen, das Publikum und wir, um dann wieder neu anzusetzen, um dann die Rocky Horror Show weiter zu erzählen. Aber das sind so Momente, die vergisst man nicht. Das ist natürlich so, ich weiß noch, als Pia Daus und irgendwie und Jerry hatten da einen Lachanfall in Hersfeld. Ja, das ist cool, das ist auch schön. Das ist live. Also einen ganz besonderen Moment wünschen wir euch dann auf jeden Fall, am 14. Oktober die Premiere spielt. Wir werden im Publikum sein, zu 100%. Und wir wissen ja auch, Fürth ist ein sehr dankbares und ein sehr aufmerksames Publikum. Das stimmt. Wir haben jetzt schon ein paar Premieren hier gesehen, Luther, Next to Normal und jetzt freuen wir uns natürlich auch, diese Premiere zu sehen und toi, 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 ja. Wird schon schief gehen. Und wenn es ihr noch sehen wollt, ihr spielt gar nicht häufig, nur 7 Mal habe ich gesehen. Mhm. Ja. Und deswegen besorgt euch Tickets, nämlich hier in Fürth, das Theater ist nicht so groß und ihr wollt es ja nicht verpassen, weil wir haben nicht die Premiere gesehen, aber was soll schon schief gehen? Also jetzt mal im Ernst, das wird schon. Vielen Dank euch, dass ihr Zeit hattet und dann toi, 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 toi nochmal. Also, Dankeschön. Ciao. Danke euch. Tschüss.